Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ralf von financeengineer.de und in diesem Video möchte ich dir meinen neuen Kauf vorstellen. Und zwar habe ich gestern am 29.03. die Aurelius Equity gekauft. Es waren 55 Stück zu einem Kurs von 37,98. Gesamtkaufwert waren demzufolge 2088,90 €. Wenn du dich so ein bisschen damit befasst hast, schon mit dem Unternehmen, also ich habe es auch schon sehr, sehr lange auf der Watchlist, schon fast ein Jahr mittlerweile, und nie hat es sich so richtig gepasst, die zu kaufen. Und wenn du das so ein bisschen verfolgt hast, gestern ist das Unternehmen ja stark eingebrochen. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, was da so hintersteckt und warum ich dann, ja, natürlich ausgerechnet jetzt gekauft habe. Okay, wir sind hier wieder auf der Seite von finanzen.net. Und schauen uns einmal den langfristigen Kursverlauf von der Aurelius Equity an. Und zwar sieht man, dass sie irgendwann mal hier so bei 10 darunter noch gekommen ist und dann ja auf über 60, fast 70 Euro gestiegen ist. Und was ist passiert jetzt in den letzten Monaten, beziehungsweise jetzt in den letzten 2 Tagen? Die ist von 65 Euro bis im Tief auf unter 35 Euro, genau zu sein, 34,55 gefallen. Das war gestern am 29.03. Und diesen starken Rücksetzer habe ich jetzt zum Kauf genutzt. Es ist Folgendes passiert. Es gab von einem Hedgefonds negative Meinungen zu dem Unternehmen oder von einem Analystenhaus, dass die Bilanz ein bisschen getuned sein soll von Aurelius. Okay. Zusätzlich hat noch vor Weihnachten der Vorstand einige Aktienpakete verkauft, was auch ein bisschen negativ zu werten ist. Und alles in allem hat das so, vor allem aber jetzt auch die jüngsten negativen Berichte zu der Aktie von Aurelius, hat das zu sehr, sehr starken Abverkäufen geführt. Und vorher wurden noch sehr große Short Orders platziert bei Aurelius. Also Leerverkäufe, wo dann Leute, beziehungsweise jetzt auch ein Hedgefonds gewesen, an fallenden Kursen bei Aurelius profitiert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es über Leerverkäufe gemacht wurde oder über Optionen, kann ich nicht genau sagen, interessiert mich aber auch nicht. Was ich weiß, ist, dass ich das Unternehmen schon lange beobachte, ich sehr, sehr interessant finde, weil das im Bereich wie Warren Buffett unterwegs ist. Es kauft Unternehmen auf, vor allem Unternehmen, die gerade in einer Krise sind, ein bisschen schwächeln, wo Potenzial da ist und ja, pimpt sozusagen das Unternehmen wieder auf, macht sie wieder profitabler und verkauft sie dann mit Gewinn weiter. Das macht Warren Buffett ja nicht. Warren Buffett bleibt ja meistens langfristig dabei. Und ich möchte aber noch eins zeigen, und zwar gab es diese Short-Attacken und schlechte Analystenstimmung, die kommen da meistens immer zusammen, auch schon bei anderen deutschen Unternehmen. Vor allem aus dem Nebenwertebereich, mehr kleinere bis mittelfristige Unternehmen, die sehr, sehr stark gelaufen sind. Auch hier bei Wirecard hatte man mal das Geschäftsmodell angezweifelt und auch mit sehr, sehr großen Short-Positionen die Aktie runtergeprügelt. Hier kann man sehen, von 45 ist so das Unternehmen innerhalb weniger Tage, Wochen bis auf knapp 30 eingebrochen und hat sich dann aber auch wieder erholt. Man sieht hier auch, genau wie bei Aurelius, sage ich gleich nochmal, ein extrem erhöhtes Volumen. Das hat mehreres zur Folge, vor allem hier ist dann das Unternehmen stark in den Medien. Ja, Leute oder Hedgefonds veräußern dort Short-Positionen, haben sie wahrscheinlich hier vorher schon platziert, die Short-Position. Und wenn es dann diese Rücksetzer gibt, werden sehr, sehr viele Stops ausgelöst. Und diese Stops beschleunigen sich natürlich wieder, wenn dann Positionen, Market an der Börse oder auf die auf den Markt geworfen werden, Positionen, also Aktien von dem Unternehmen, beschleunigen sie noch wieder den Abverkauf und diesen Abwärtssog sozusagen. Und deshalb hat man meist immer so heftige Rücksetzer. Kann es natürlich dann auch wieder in die andere Richtung geben, wenn die Leute dann, die Short-Position hatten, hier ihre Position zurückkaufen müssen. Sie haben dann ja hier, was weiß ich, minus 10.000 Aktien im Depot, um auch wieder auf Null zu kommen, müssen Sie dann wieder 10.000 Positionen als Beispiel zurückkaufen. Und dann hast du so ein
hat man natürlich wieder so eine Gegenbewegung, wie man hier sehen kann. Und das Gleiche gab es auch mal bei der Ströer-Aktie. Und auch hier gab es mal Angriffe, auch bei einem erhöhten Volumen, hier von 4 Millionen, wo es dann zu starken Rücksetzern gekommen ist. Auch hier wieder sind sehr, sehr viele Orders ausgelöst worden, vor allem Stop-Orders, die dann natürlich noch in den Abwärtsbewegungen beschleunigt haben. Und auch hier fängt es wieder so langsam an, sich zu erholen. Auch Wirecard ist ein Unternehmen, was ich lange auf der Watchlist hatte und ja, jetzt im Nachhinein mich geärgert habe, dass ich hier dann nicht eingestiegen bin bei diesem massiven Rücksetzer, der auch von außerhalb ausgelöst wurde. Auch hier wurde das Geschäftsmodell angezweifelt und hat sich danach aber auch wieder gut gefangen und ist mittlerweile wieder auf dem Allzeithoch, wie man sehen kann. Und Ähnliches erwarte ich jetzt auch hier bei Aurelius. Auch hier werden sich irgendwann mal die, die ihre Short-Position haben, wieder eindecken müssen. Und das wird dann wahrscheinlich den Kurs auch schon wieder stützen. Man sieht schon teilweise heute, ist auch schon wieder eine heftige Gegenbewegung von 21% in die positive Richtung wieder. Weil das Unternehmen meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes ist. Und warum ich das auch schon länger auf der Watchlist habe, das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst hatte ich ja schon kurz angerissen, was macht das Unternehmen überhaupt? Und zwar macht es Unternehmensübernahmen oder führt Unternehmensübernahmen aus, kauft Unternehmen günstig auf, die in Schwierigkeiten stecken und verkaufen diese dann weiter. Okay, hier ist es das, was ich gerade gesagt hatte. Kurz vor Weihnachten wurden mal sehr große Aktienpositionen hier verkauft zu ziemlich hohen Kursen, jetzt auch Anfang März auch hier eine große Position von 53.000 Stück verkauft. Klar, sowas wirkt sich immer negativ aus oder ist ein negatives Signal. Ja, nichtsdestotrotz bin ich aber von den Unternehmen überzeugt. Und vor allem jetzt bei diesem starken Rücksetzer habe ich gekauft. Gehen wir mal in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Und zwar sieht man stark schwankende Gewinne je Aktie. Ja, aber man kann sagen, dass es kontinuierlich bergauf geht. Von einmal 2,48 Euro, die man pro Aktie verdient hat, 2009 in der größten Finanzkrise überhaupt, bis hin jetzt zu knapp 5 Euro. Mal ein Verlust ja dabei, okay. Aber man konnte konstant die Dividende steigern. Von 37 Cent jetzt auf 90 Cent. Wichtig auch für mich, dass die Umsatzerlöse immer steigen, also ein wachsendes Unternehmen ist. Auch hier von 2009 bis 2015 konnte man sehr, sehr gut die Umsatzerlöse steigern. Okay, schauen wir uns noch die Verschuldung an. Ist meistens bei so einem Unternehmen, was immer stark mit Fremdkapital arbeitet. Man setzt ja nicht oder man macht die vielen Übernahmen ja nicht aus eigenen Mitteln, sondern nimmt natürlich einen Teil eigene Mittel, aber auch Fremdmittel von der Fremdkapital von der Bank. Und daher hat man so eine Bilanz, wo meistens immer ein erhöhter Fremdanteil oder hier auch Verbindlichkeiten drin steckt. Man sieht hier 1,3 Milliarden Verbindlichkeiten, 5,537 Millionen Eigenkapital. Okay, ist aber noch alles im Rahmen. Vor allem hat man da ja auch noch den Gegenwert von den Firmen, die man übernommen hat. Schauen wir uns aber gleich mal an. Ein wichtiger Punkt noch, was ich noch eben erwähnen wollte, und zwar die Dividende, hatte ich gerade schon mal angerissen. Aber hier sieht man auch mal, seit 2008 hat man von 17 Cent die Dividende auf jetzt 90 Cent 2015 erhöht. Für dieses Jahr, also für das Jahr 2016, schüttet Aurelius 1 Euro normale Dividende aus und nochmal 1 Euro Sonderdividende. Gibt es hier im Bericht von MyDividends drin. Demzufolge erhält man am Tag nach der Hauptversammlung am 21. Juni 2 Euro Dividende. Wenn ich das mal durch meinen Einstandskurs teile, dann erhalte ich 5,3% Dividendenrendite auf meinen aktuellen Einstandskurs. Was schon mal ganz gut ist, würde ich sagen. Okay. Wie gesagt, es ist Panik hier im Markt bei Aurelius. Diese Panik kann man nutzen.
was ich jetzt ja getan habe. Vor allem dadurch, dass jetzt diese heftige Abwärtsbewegung stattgefunden hat und diese Beschleunigung, werden sich auch irgendwann wieder die Short Position haben oder die jetzt mit ihrem Stopp rausgeworfen worden sind aus dem Markt, wieder einkaufen, weil, also ich finde auf jeden Fall das Unternehmen klasse. Und schauen wir uns nochmal kurz an, was dort drinsteckt so zurzeit, was die für Unternehmen im Portfolio haben. Kenne ich jetzt persönlich nicht viel von, aber man sieht mal hier, dass es eine breit aufgestellte Beteiligungsgesellschaft ist, vor allem in dem Bereich Industrie, Chemie, Business Service, Konsumgüter, Food and Beverage, sowie Telekom, Media Technology. Hier hat man so eine Art ja, Form, würde ich sogar sagen, so eine Dachgesellschaft, die in mehreren Bereichen aktiv ist. Okay, und natürlich dann auch wieder hier die Werte, also die Firmenwerte dieser Unternehmen, natürlich dann durch Kapital, was das Unternehmen Aurelius dann zur Verfügung stellt, verbessert. Okay, ich habe hier jetzt diese Chance genutzt, dort einzusteigen. Ist keine Garantie, kann natürlich auch noch wieder weiter weg abgehen. Aber vor allem aus dem vorhergegangenen Beispiel Wirecard war es ähnlich, hat sich wieder gut erholt. Ströer ist gerade dabei, sich wieder zu erholen. Erwarte ich Ähnliches auch bei Aurelius. Okay, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und noch ein kleiner Hinweis. Ich habe nochmal was zusammengestellt, 17 Seiten PDF zum Thema Investieren, vor allem in Aktien und Immobilien. Und so eine Grundeinstellung zum Investieren. Schaut da mal rein, habe ich auch nochmal verlinkt hier unterhalb des Videos. Und gebt mir da mal ganz gerne ein Feedback zu ab. Okay, das war's zu mir. Jetzt in den nächsten Tagen wird dann die neue Monatsauswertung kommen für den Monat März, wie sich dort das Gesamtportfolio entwickelt hat. Bleibt also dran und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, ciao.